dann starte ich jetzt schnell die nächste Folge wieder. Hey ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Aufstieg des Hexenkönigs, zu Folge 2. Ja, mit dabei wieder der Koas, der Talin und der Geomongo. Hier gerade ein Geschnitzel. Wer ist ein Schnitzel? Das hier ist gerade ein Geschnetzel hier. Wer hat wen geschnetzelt? Hier bei uns. Was? Bin ich gerade dumm oder kapiere ich es aber noch nicht? Okay, wer auch immer mich da angreift, aber Geo scheint keine Schnitte zu haben. Ich bin ziemlich stark, muss ich sagen. Okay, ich bin verblüfft, dass ich so stark bin gerade. Geo hat keine Chance gerade gegen mich. Was? Sogar Geo verliert gegen mich? Nee, Geo hat keine Chance gegen mich, der verreckt hier. Hätte ich nicht gedacht jetzt gerade. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich bin gut. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe den komplett die Armee vernichtet. Komplett, Geo, der hat nichts mehr. Geo, Einschätzung? Ja, das fick dich doch, Geo, du Feigling, Junge, ey. Das kann ich bei dir auch machen, aber gut, bitte. Ja. Die nächste Armee ist dein auch tot. Ist es ein Deal? Deine Hobbits rennen mir gerade hinterher. Solange mich mal vorerst in Ruhe lässt, bin ich zufrieden. Ich weiß leider nicht, wo Talin hin ist. Das ist doch schon mal gut. Zwerge sind irgendwie echt. Also ich sag's so, da wo ich bin, ist er nicht, sonst wäre ich tot. Wow, das Spiel zieht ganz schön nach von Lags her. Warum laggt das Game so? Das nervt mega! Regt mich das auf, das Rumgelegge? Koas regt sich auch durch das Gelegge. Ey, das nervt aber wirklich extrem, da macht das Spiel auch keinen Spaß mehr. Oha, Talin! Talin vergewaltigt Orks! Kann ja sonst nichts mehr machen. Ja, aber du kannst mir noch was machen und das ist böse! Wo bist denn du? Ach, bist du das da? Hör auf! Nein! Hör auf! Lass es! Nix. Lass es! Ernsthaft jetzt, Talin? Ernsthaft jetzt? Was bist denn du für ein Feind? Dich hier überall auszubreiten, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Koas, der läuft an dir vorbei und du beschützt mich nicht! Das für einer. Wow, jetzt laggt schon wieder. Sorry, mal, ja, das ist, weil ich angreife. Kann. Immer wenn ich angreife, laggt das Game. Kann. Hä? Hä? Ein Elb? Koas, du bist auch ein Zwerg, oder? Das ist wahrscheinlich der Prinz Brand. Ja, aber warum sind da Elbengebäude? Ach so, das sind die auf der Map. Nein, eine Elbenstadt. Meine Fresse, ja, das ist eine Turmberge, die sind da, wohnen Elben normal. Das ist. Ach so. Das ist in der Map einfach so. Das ist toll zu wissen. Ach, weg mit dem. Bin zwar noch vergiftet, aber das stört nicht. Das stört wenig. Vergiften. Alter, ey. Aber ich halte mich lange, muss ich sagen. Ah. Bin fast schon überlegen, ob das vielleicht an meinem Rechner lag, dass es so schlecht war. Bist du jetzt am Lappy oder wie? Nein, ich bin ja am PC. Ich habe ja meinen Rechner neu gemacht und ich gehe mal davon aus, dass der fehlerhaft gearbeitet hat. Dass ich deswegen gegen nichts eine Chance hatte. Muss ich echt mal sagen, ich bin gerade echt ein bisschen erstaunt, dass das so gut läuft, dass ich selbst Geo vernichten konnte, obwohl der mich immer direkt überrannt hat. Also kenne ich das Gefühl. Hier grad, so. Ich kenne das Gefühl, nur dass ich keinen vernichte, sondern nicht vernichtet werde. Ja, bei mir ist es gerade andersrum. Diesmal werde ich nicht vernichtet, sondern ich vernichte. Talin, baust du die Armee auf mir feindlich gesinnt oder Koas feindlich gesinnt?
Und hier, du bist echt ein Arschlochfeind, weißt du das eigentlich? Wieso? Dann müsst ihr dich eigentlich rausschmeißen, bannen, bis das Spiel zu Ende ist, bis du die Fresse hältst. Wieso? Oh mein Gott, Geo! Das hast du davon, du Arsch. Stirb! So. Ich hab doch gerade gar nichts gemacht. Ich sehe aber deine Armee und das ist schon schlimm genug. Ja, ich mal den hier. Ich will doch nur ein bisschen Chillpause. Und eine eigene Basis mal auch wieder aufbauen und nicht die ganze Zeit irgendwo rumgammeln. Da ist jemand Mensch. Nein, geh weg! Da ist jemand Mensch. Ja. Oh Mann, geh weg! Ich komme jetzt auch noch dazu, ne? So. Wir treffen uns alle in der Mitte. Hey! Ich komm dann auch mal dazu. So. Oh Mann, Geo! Ist das jetzt dein Ernst? Wessen Ernst? Ich meine diesen komischen Teil hier. Was läuft der hier an meinen Minenschächten rum? Ja, jetzt leckt das Game. Kannst du bitte abhauen, Talin? Nicht Talin, Geo. Weg. Was ist mit mir? Lass mich doch ein bisschen hau ab, laufen. Bitte! Sag mal, verpiss dich mit deinen Truppen mal hier. Das ist eine Truppe Ork-Bogenschützen. Ja, aber trotzdem, du machst ja die ganze Zeit Erkundungstour, da kann ich gar nicht dulden lassen. Mach dich mal weg, mach ich auch nicht. Aha, da ist jemand. Der macht die Erkundungstour, ist ja mega, also mega assi. Muss ich härtere Geschöpfe auffahren oder lässt es sein? Bin doch schon weg. Das ist auch gut so für dich. Talin, du könntest mir mal gegen Geo helfen, wenn du willst. Ich lass den Schuh jetzt mal. Was denn? Ich bin nicht mal auf deinem Gebiet, ich bin in dem neutralen Gebiet. Ich hab eigentlich kein Gebiet mehr! Komm Geo, lass den Alex auch noch eine Chance. Nee, der lässt mir keine Chance. Nee, macht er dich platt? Platt? Ich hab keine einzige Truppe von ihm getötet. Okay, scheiße. Ja, das haben Zwerge sonst nicht, dass die stark sind. Ja, bei mir sind's aber auch erstaunlich stark, was ich nicht erwartet hätte. Falsche Taste, lol. Ja, Mann, ich habe einen Soldat getötet. Ui. Geo, kannst du dich bitte verpissen? Ich werte das als ein Nein. Da reißt das ab. Toll! So viele Rohstoffe für gar nichts! Ach ja. Ich könnte heulen. Was könntest du? Heulen. Kann es sein, dass ich läge oder? Nö, eigentlich nicht. Gut, jetzt. Wofür du weißt, dass das mein letztes Gebäude ist? Ich glaube, das wird ein Endgame zwischen Geo und Koas. Ja, nee, ich werde das auf jeden Fall noch schaffen, denke ich. Also ich schaff's nicht. Weil jedes Mal, wenn ich mir mal was aufbaue, dann werde ich von Koas oder von Talin oder von Geo zerstört. Oh, Talin wurde besiegt? Okay, wieso ist Talin tot? Ja, ich weiß nicht. Diesmal. Warst du das? Warst du das, Geo? Warum ist er so schnell tot? Nee, ich hab grad nichts gemacht. Ich hab ihm gerade zwei Gebäude verloren, das ist platt, lol. Ich hab doch gerade gesagt, das ist mein letztes Gebäude. Ich hab's aber gar nicht mitbekommen. Okay, Entschuldigung. Hättest du was gesagt? Kein Problem, jetzt sehe ich wenigstens alle. Du hast dich schon in meinem Gebiet breit gemacht. Schau dir mal meine Lage an, Talin, dann glaube ich, du verstehst du mich, wie ich ein bisschen gerade vergewaltigt fühle. Ja, so ähnlich ging es mir auch gerade.
Ja, okay. Mal dazu, also noch ein bisschen noch was. Ey! Kann sich immer noch aufbauen vielleicht. Ne, ich probiere gerade so viel zu holen, suchen, was auch immer, wie es geht. Die beiden kriegen sich jetzt gegenseitig. Das ist toll, da kann ich während das ein bisschen chillen. Mhm. Irgendwo in der Nähe, Richtung oben ist Gollum, Richtung Norden. Richtig. Im Norden von der Mitte ist irgendwo Gollum. Oh ja, ich sehe ihn. Im Turm. Ja, ich höre ihn. Geo, ich muss dir leider das Gebäude nehmen. Ich brauche Rohstoffe. Tut mir leid. Nicht hauen, Geo. Boah, mir geht die Pumpe, Alter, ne? Wieso das? Boah, weil das so extrem heftig ist. Der Kampf zwischen dir und Geo. Ja, echt der Hammer, aber ich bin echt mit ihm momentan gleichgesorgen. Ich weiß nicht, ob ich was an meiner Taktik gemacht habe oder was anderes. Ich weiß nicht, wieso ich so extrem. Du hast dich an mir hochgefarmt. Wahrscheinlich. Nee, ich hab mich nicht hochgefarmt. Das ist wirklich ein Wunder. Zwerge. Ja, die Zwerge sind wirklich in dem Spiel echt mega krass. Ja. Aber der ist auch Zwerge und der hat keine Schnitte gegen mich. Also zumindest kommt der erstmal nicht durch, also nicht wirklich. Es lädt gerade Vollgas. Weißt du, ich weiß zwar, dass Geo das weiß, dass er nicht richtig durchkommt, aber dass ich so eine gute Chance habe. Was ich ja sonst nie hatte, wenn ich mir überlege, wenn ich früher mit Geo gespielt habe, ey, der hat mich immer direkt überrennen können. Ich war immer unter. Hast du mich überrannt? Ich war immer ich war immer unter dem Rang, der hat immer gewonnen, der hat mir jede Truppen immer weggeschnitzelt, jetzt ist der irgendwie, keine Ahnung. Jetzt dreht sich der Spieß, ich weiß nicht warum. Weil du diesmal mich vergewaltigt hast und nicht ihn, oder? Nein, ich setze ja auch nicht mal mehr richtig Fähigkeiten ein, ich kämpfe so mit ihm, gegen ihn, und trotzdem bin ich ziemlich überpowered. Entweder liegt es wirklich an den Zwergen, dass ich die gut spielen kann hier in dem Aufstieg, oder ist es was anderes? Aber ich bin echt verwundert darüber. Natürlich positiv verwundert. Ich finde das gut, dass ich meine Chance habe. Dass ich mich nicht immer aufregen muss. Ich reg mich zwar nicht auf, aber ich hasse es immer, diese Minigames zu spielen. Wo ich immer um mein Überleben flüchte. Könntest ja auch eine Festung sparen. Probiere ich auch. Ist nur ein bisschen zäh. Weil mittendrin kommt dann irgendwann mal so ein Geo oder so ein Koas und die verhauen mich dann. Hat da gerade jemand eine Bombe runtergelassen? Ja, Geo, das hättest du so gerne, ne? Da war die gleichen Fähigkeiten hier. Ja, ich lass mich von dir nicht vernichten. Alle zurückziehen. Das hättest du so gerne. Zurück. Zurück. Was willst du denn hier, du scheiß Dein? Verpiss dich mal! Feigling, was willst du hier? Ja, Koas. Verfickter Dein, mach dich weg! Kommt der hier alleine an? Penner.
hasse ich das, wenn man immer so alleine mit Helden kommt. Dann komm doch mit deiner Armee. Ja, ich bin doch gerade mit meiner Armee gekommen. Komm doch mit der Armee und nicht immer nur mit Helden. Nein, ist so eine Memme. Eo, ich flehe dich an, sei nicht eine Memme, sei ein Mann. Und kämpfe ehrenhaft mit Kurs und lass mich in Frieden. Obwohl, es macht mir gerade ein bisschen Spaß, muss ich ehrlich sagen, weil das Spiel gerade fair ist, was es sonst nie war. Wenn ich da überlege, wie krass das immer mit Geo war und jetzt habe ich auch mal eine Chance. Gut, dass es für dich fair ist. Nee, wirklich, mein Gott, gönn mir doch mal meinen Triumph. Ich grenz dir ja eh ab. Ich hab immer, ich verkacke immer. Ich find's eigentlich echt mal geil, das ist ein Wunder. Ja. Ist das ein Spiel? Ist das geil? Ist erstaunlich. Geord passt die halbe Map. Und die Rohstoffe zwischen Leuchten trotzdem ausgeglichen. Ja, und das ist wieder total. Ich weiß nicht, warum Geo so übertreibt, dass man ihn nicht mehr besiegen kann. Ich weiß nicht, warum er das macht, weil so kannst du ihn nicht mehr besiegen. Es ist unmöglich, ihn dann wieder zu besiegen. Da lohnen sich keine Angriffe, weil das dann wieder Quatsch ist. Das verstehe ich wiederum nicht. Bei Geo, das verstehe ich wirklich nicht. Die Taktik, die ist so übertrieben. Was denn? Die Taktik funktioniert, aber ich finde es einfach nur... Kann ich doch auch nutzen, oder? Ja, aber trotzdem. Ich finde es... soll ja auch irgendwann mal zum Ende kommen und nicht, dass du ständig wieder aufbaust. Dass man ständig wieder dir hinterherrennen muss, weil du die ganze Zeit wieder irgendwo wieder was Neues baust. Hast du eine Festung zerstört, ist direkt die nächste wieder gebaut, oder was? Das ist doch kacke. Die nächste... Später irgendwann mal, wenn du eine zerstörst, sind zwei wieder da. Ich bin gleich fertig. Geo, ich greif dich nicht an, nicht, dass du dich wunderst. Ich will nur die Türme da oben besetzen. Ich hoffe jetzt, das ist jetzt... Ich hoffe, das kotzt dich nicht an, dass ich die Türme besetze. Außer wenn sie mich angreifen. Mal schauen. Ja. Also der eine Turm sieht dich gar nicht. Der andere schießt nicht. Toll. Nee, der eine Turm sieht dich gar nicht, verstehe aber gar nicht warum. Nochmal evakuieren und nochmal rein. Muss doch eine Sicht aufkommen. Hä? Der Turm ist dumm. Toll. Ja klar, Geo, klar! Natürlich, jetzt fängt ihr an zu hacken, oder was? Ich mach doch nicht. Jetzt fängt ihr an, den Schaden zu cheaten, oder was? Ich hab halt nur deine... Jetzt bin ich wieder unterbelistet. Jetzt fängt das Spiel wieder an, unfair zu werden. Den König dann in nichts weggedonnert. Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Ist klar, ey. Natürlich. Macht viel Sinn. Das ist aber normal. Wieder extremst unfair einfach. Ich bin halt mit allen Einheiten mit meinen ganzen Bogenschützen halt drauf. Ja, Alter, das gibt's nicht, Mann. Das ist bei mir auch mal so. Alter, das kann's doch nicht sein, ey. Ja, natürlich haben sie klein genommen. Ich gib auf, hat keinen Sinn. Das ist wie, du lässt mich jetzt einfach allein? Ja, weil das keinen Sinn hat. Du kommst dagegen einfach nicht an, das ist einfach scheiße. Ich dachte, du hast jetzt nur einmal verloren? Ja, aber nee, ja, den Link schenke ich dir nicht. Ich hab aber fast meine komplette Armee verloren. Ja, ich hab alles verloren, aber naja, es lohnt sich auch nicht aufzubauen, weil du kommst mir wieder dazwischen wieder, also. Aber das finde ich heftig. Also dein ist eben nicht so schnell gestorben und auf einmal stirbt er wie eine Fliege, oder was? Ja, weil ich den jetzt bei dem jetzt fixiert habe, deswegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich bin raus. Weil der nutzt das jetzt aus, weil ich keine Einheiten habe. Ja, man muss ja auch irgendwann ein Ende finden.
Aber jetzt was anderes. Haust du gleich eine Fähigkeit wieder auf mich, guck. Und dann dreht sich wieder das Blatt. Ich meine, ich baue mich ja dessen auf, also ihr könnt da ruhig probieren machen. Ich beende mal kurz die Folge nochmal, okay? Ja. Gut, dann ich danke. Nehme mir noch mal kurz gleich. Klasse, gut, dann danke fürs Zusehen und ciao. Ciao. Gut,